Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist mal wieder Zeit für ein Torhüten-Quiz. Das letzte kam ja sehr, sehr gut an bei euch und ihr habt auch echt fleißig mitgeraten. Und jetzt geht es in die nächste Runde, in die zweite Runde. Das letzte war ja auch eigentlich relativ einfach. Ich hoffe, dass das nächste jetzt schwerer wird. Und ja, ihr könnt natürlich gerne wieder mitraten. Schreibt euer Ergebnis gerne in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Let's go! So, also hier kommen wir natürlich zu den Regeln. Errate Torhüten aus der ersten und zweiten und dritten Bundesliga. Für jedes Team hast du 15 Sekunden Zeit. Dann wird die Lösung eingeblendet. Schreibt dein Ergebnis in die Kommentare. Viel Spaß. Also auch ihr sagt nochmal alle in die Kommentare damit schreiben, was euer Ergebnis war. Let's go. So, jetzt zeigt mir die Torhüten. Jetzt bin ich gespannt. Au. Ja gut, das ist direkt mal ein etwas einfaches Quiz oder zumindest der erste einfache Verein, das ist natürlich der Hamburger Sportverein, der HSV. So sieht's aus. Yeah, auf ist Hamburg von Skuda. So, also einen Punkt haben wir schon mal, Leute. Einen Punkt haben wir schon mal. Der kann uns keiner nehmen. Okay. Hatten wir den nicht schon mal? Hatten wir das nicht? Also hatten wir nicht diese Torhymne schon mal, wo ich gedacht habe, oh, das war doch falsch. Jetzt ist nur die Frage, das Video ist wie gesagt auch schon etwas länger her. Wo hatten wir diese? Die Torhymne kommt mir bekannt vor. Die haben wir, glaube ich, auch im letzten Video gehabt. Und da habe ich letztens mich schon vertan. Ich glaube, da habe ich Freiburg gesagt und es war am Ende ein Zweitligist. Und es ist auch, meine ich, ein Zweitligist. Oder ein Drittligist. Eins von den beiden ist es. Also auf gar keinen Fall ein Erstligist. Nur welcher? Das ist die goldene Frage. Ich würde mal den SV Sandhausen sagen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich würde echt Sandhausen sagen. Und es ist der KSC. Okay. Läuft nicht so gut. Also der zweite war jetzt echt nicht gut. Weiterhin ein Punkt. Okay. Wir hatten nochmal diese Brüllhymne. Das ist eine. Ist das nicht der Doch, der VfB Stuttgart hat doch diese... Oder? Es muss der VfB Stuttgart sein, meiner Meinung nach. Stuttgart hat doch diese Brüllhymne. Doch, doch. Doch, doch. Stuttgart. Stuttgart. Ja. Sag ich doch. Die habe ich doch an Karneval 100 Mal gehört. So ein Ding ist das. Dreimal nämlich. Wo sie 3-0 gegen uns gewonnen hat, jetzt im Februar. Genau. Grauenhaft, die Hymne. Sag ich euch so, wie das ist. Die Hymne ist wirklich grauenvoll. Also finde ich, dass sie nicht schön ist. Zebrastreifen, weiß und blau. Das ist der MSV. Das ist der MSV Duisburg aus der dritten Liga. Der MSV Duisburg, ja, das, ja. Aber das ist eine geile Torhymne, Leute. Das ist doch schon tausendmal besser als die von Stuttgart. Weil die ist vereinmäßig was. Das ist nicht so ein Rumgebrülle, sondern es ist ein Lied. Also ich finde das deutlich besser. Aber wie gesagt, ist Geschmack, ne? Das muss man auch sagen. Das ist der MSV. Ja, der MSV Duisburg. Das ist der. So sieht's aus. Tor! In München! Tor! Okay, okay. Erstens ein Löwe. Zweitens Tor in München. Dass das nicht der FC Bayern sein kann, ist, glaube ich, ganz klar. Deswegen, es muss der
Ja, es muss 1860 München sein, Leute. Das ist ganz klar. Ein sympathischer Verein, muss man ganz klar sagen. 1860 München, da kann ich mich mit anfreunden. Aber so ein bisschen Bayern haben die auch. Mit so ein bisschen Bayern ist da doch drin. Aber das ist richtig. 3 Punkte. Yes. Von möglichen 4. Ist okay. Tor. Vielleicht ein bisschen übertrieben auf Tor gesagt, aber okay. München. So, nächste Torhymne. Let's go. Ich bin jetzt voll im Flow drin. Die Torhymne hatten wir auch schon im letzten Format. Oder im ersten vielmehr. Nicht im letzten, sondern im ersten Format. Das ist natürlich die Augsburger Puppenkiste der FC Augsburg. Wie ich schon gesagt habe, eine geile Torhymne. Bei Bergen und dem Team reicht es mehr. 4 Punkte von möglichen 5. Voll. Wie gesagt, eine schöne Folge. Mir liegt auf der Zunge dieser Verein. Hier ho. Das ist auf jeden Fall bayerisch. Das muss bayerisch, oder das ist in Bayern. Es muss ein bayerischer Verein sein. Es muss eigentlich der FC Ingolstadt sein. Weil das ist jetzt der einzige bayerische Verein, den ich... Weil wir hatten schon 1860 München. Bayern München ist es auf gar keinen Fall. Dann wäre irgendwie, weiß ich nicht, ist mir die Türme komplett vorbeigegangen, wann sie die mal hatten. Aber es muss eigentlich der FC Ingolstadt sein. Yeah, die Schanzer. Hallo, 5 von möglichen 6 Punkten. Wir sind sehr, sehr gut drin, Leute. Hier ho. Ah, okay. Ein Erstligist. Oder jetzt Zweitligist. Hertha, eieiei. Das ist auch lustig, ey. Man schießt ein Tor und du denkst so, oh Gott. Nein. Aber natürlich die Hertha BSC aus Berlin. Hertha. Also, 6 von möglichen 7 Punkten. Also, jetzt haben wir wirklich einen Lauf. Jetzt läuft es. Hertha. Jetzt kommt. H-O-E. Hertha BSC. Hatten wir das nicht eben auch mit Karlsruhe? Da war doch auch genau die gleiche Musik, oder? Welcher könnte das noch haben? Oh, jetzt könnte ich wieder stolpern. Jetzt könnte der Lauf zu Ende sein. Oh, das ist aber auch wieder so eine Hymne, wo dir wirklich kein Verein weiterhilft, ne? Also, wo du wirklich, ja, keine Ahnung von hast, ne? Welcher Verein könnte das sein? FC Heidenheim? FC Heidenheim, ist es das? Ich weiß es nicht. FC Heidenheim. Ich lock mal FC Heidenheim ein. Oh. FC Heidenheim. Da. Es ist Bielefeld. Aber was für eine Turmne hat ein Heidenheim? Das würde mich mal interessieren. Aber es ist Bielefeld. Schade. Also es bleibt bei den 6 Punkten bei mir. Schade. Von möglichen 8 jetzt. Schade. Ah, ja. Ja, jetzt sind wir wieder drin. Wir sind wieder drin, Leute.
Also, Heidebrand, natürlich der SC Paderborn, die war nämlich auch schon im ersten Format mit dabei. Also, Paderborn, davon 7 von möglichen 9 Punkten. So, jetzt bin ich wieder da. Heide, Heide brennt. Heide, Heide brennt. Der FC Paderborn. Jawohl. 7 Punkte von möglichen 9. Heide, Heide brennt. Heide, Heide brennt. Ah. Der Pillemann Otze, Otze Arsch. Der Pillemann Otze, Pillemann Otze Arsch. Das ist natürlich die TSG Hoffenheim. Leute, das ist die TSG Hoffenheim mit Jan Pillemann Otze. Pillemann Otze, Arsch, Jan Pillemann Otze, Otze Arsch. Der konnte feiern ohne Schlaf. Die Hoffenheimer. Also 8 Punkte von möglichen 10. Ah, ah. Kurz gedacht, Schalke, und dann nichts davon. Dann Tor, Tor, Tor und dann auf einmal irgendwas anderes. Könnte das der FC Nürnberg sein? Weil die haben ja eine Torfreundschaft. Die haben eine Torfreundschaft. Nein, die haben eine Fanfreundschaft. Und dadurch, dass dieses Tor, 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 so ähnlich wie bei Schalke eben, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das Nürnberg ist. Ich log mal Nürnberg ein. Weil die eine Fanfreundschaft haben, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das auch so fast identisch sein könnte. Schauen wir mal. Also Nürnberg. Nürnberg, komm. Es muss Nürnberg sein. Nürnberg, jetzt. Sandhausen. Okay, gut, das war's dann an der Stelle mal wieder komplett. Sandhausen. Warum nicht Nürnberg, Leute? Die haben doch eine Fanfreundschaft. Warum haben die nicht die Anfangstürme genau gleich genommen? Egal. Sandhausen. Gebrochen. Echt gedacht, dass es Nürnberg ist. Es fällt im Karton. Also die Türme ist schon geil, ne? Es rappelt im Karton. Also das ist schon lustig. Es rappelt im Karton. Dong, 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 dong. Aber ich weiß nicht, von welchem Verein das ist. Das ist das ganz große Problem, Leute. Ich weiß nicht, von welchem Verein das ist. Jetzt kommt's, jetzt ist es Heidenheim. Dann sehe ich jetzt schon kommen, wenn wir die Saison gegen Heidenheim spielen. Erstmal, es rappelt im Karton. Super. Welcher Verein ist das? Nürnberg? Nein, ich muss vom Nürnberg weg. Das ist nie im Leben. Jetzt, gleich kommt's. Nürnberg ist es. Pass auf. Aber es ist nicht Nürnberg, glaube ich nicht. Hannover ist es auch nicht. Wen haben wir denn noch als Zweitligist? Naja, jetzt auch dritte Liga dabei, ne? Energie Cottbus, aber glaube ich auch nicht. Fortuna Köln, glaube ich auch nicht. Wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Wen könnte ich das zutrauen, dass sie diese Hymne haben? Wir müssen noch mal reinhören. Es rappelt im Karton. Es rappelt im Karton. Ja, super, das ist ein Lied. Super, aber es bringt mir überhaupt nicht weiter, um Thema irgendwie turmmäßig was zu wissen. Oder zumindest vom Verein her. Ich muss jetzt einloggen. Holstein Kiel ist es auch nicht. Ich gehe jetzt alles durch, was es nicht ist, aber ich brauche eben einen, wo ich weiß, dass es eben der Verein ist. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Mann, es ist auf jeden Fall ein Zweitligist oder ein Drittligist. Kräuter Fürth, komm, ich logge jetzt Kräuter Fürth ein. Wird eh falsch sein, aber Kräuter Fürth. Ja. Es ist halt der FC Halle. Was willst du machen? Es ist ein Drittligist geworden. Warum kacke ich jetzt so ab? 8 von möglichen 11 Punkten. Ah, ja, jetzt sind wir da. Nur jetzt wird's gefährlich. Ist es Fortuna Köln oder Viktoria Köln? Das ist das Problem. Ich logge aber jetzt Viktoria Köln ein. Und jetzt werden alle Kölner sagen: Ach du Scheiße, der Typ, der ist zwar FC-Fan, aber der hat keine Ahnung von den anderen Vereinen in Köln. Aber ich sag Viktoria Köln. Viktoria Köln. Von den Hühnern steh auf, mach laut. Und gerade deswegen von Viktoria Köln. Komm, nicht Fortuna. Viktoria. Es ist Fortuna! Ach, come on!
Oh Mann. Ja, es war eine 50-50-Chance, ne? Es war eine 50-50-Chance. Oh Mann, ey. Ich habe noch gesagt, Fortuna oder Viktoria und ich habe halt mich für die Viktoria entschieden. Und deswegen ist es kein Punkt. Möglich, 8 von möglichen 12 Punkten. Ja, peinlich. Einfach nur peinlich. Jetzt der FC Nürnberg, weil da ist auch wieder Schalke mit dabei. Statt ein Leben lang für Schalke läuft jetzt schalalalala. Es könnte wieder Nürnberg sein, ne? Also ich sag, setz jetzt nochmal auf Nürnberg. Und wenn es jetzt nicht ist, ja, dann höre ich auf mit Nürnberg, weil dann habe ich echt gar keine Ahnung. Aber es muss jetzt Nürnberg sein. Komm, Fanfreundschaft Schalke, was ist da los? Also, Nürnberg. Ich höre auf. Abbruch, kein Bock mehr. Jetzt ist es der VfL Osnabrück. Ja, was für eine Turnhalle hat denn bitte Nürnberg dann? Ich bin komplett irgendwie durch. Keine Ahnung. Ja, VfL Osnabrück. 8 von möglichen 13 Punkten. Es geht immer weiter weg. Und das Video endet gleich. Kannst du mir wahnsinnig verbessern? Ich hoffe übrigens, dass wir dieses Lied nicht im DFB-Pokal hören werden, in der ersten Pokalrunde. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir es nicht hören, diese Torhymne. Und da kommt ein breites Grinsen. Ja, es ist der FC St. Pauli. Auf in die Reeperbahn. Ja, wie gesagt, das hatten wir ja auch im ersten Video. Aber das ist natürlich der FC St. Pauli und somit kann ich sagen, 9 von möglichen 13 Punkten. Jawoll! Und das war's auch. Guck mal, das Ende habe ich wenigstens doch geschafft. Wenigstens noch das Ende habe ich noch gerettet bekommen. Also, ja. 8 von möglichen 13 Punkten. Ist okay. Oder nee, 9 von möglichen 13 Punkten war es, ne? 9 von möglichen 13 Punkten. Ist okay. Am Ende habe ich trotzdem ein bisschen abgelost, muss ich ganz klar sagen. Aber es war auch schwieriger, würde ich schon sagen, als als das erste Video. Denn es war ja auch die dritte Liga mit dabei, deswegen. Aber sonst habe ich mich eigentlich, war okay. Oder? Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch gerne euer Endergebnis in die Kommentare. Wie viel habt ihr gewusst? Dann kann ich auch sagen, ob es bei mir okay war oder nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr kein oder wenn euch der Kanal gefällt, dann abonniert ihn auch gerne. Würde mich extrem freuen. Danke für jeden Einzelnen, der mich kostenlos supportet. Und ich bin damit raus und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas. Und ciao.